Wo sind wir denn? Ach, wir haben gekämpft. Unser Schoki holen, ganz wichtig. Krass, Grafik hat er echt schnell. Das ging dann echt schnell. Den haben wir gemacht, ne? Genau, den haben wir gemacht. Hier sind wir rausgerannt. Wollte ich mir doch irgendwas hier anschauen? Wir waren da unten drin im Todesstern. Hm. Das ist ein bisschen sus mit dem Gehäuse, Week. Mit Reinbocken ins Schiff, das hat mit Hardcore nichts zu tun. Nein, das hat eher was mit Speedrun zu tun, Max. Das ist... Also, dieses Rumgeglitsche, schön und gut, dass man es machen kann, aber ja. Hm, meh. Glitch ist Glitch, genau. Glitch ist Glitch. Das machen Ende % Speedrunner. Hier hatten wir uns beim letzten Mal noch gar nicht umgeschaut, ne? Jetzt ist die Frage, weil wir das ja schon mal... Ja, schlechte Erfahrungen gemacht haben. Gibt es hier wieder am Seitenrand irgendwo einen Krog? Das kommt da leer, das kommt da leer. Das ist doch ein bisschen anders, das Spiel, ne? Hier wirst du auch noch Profi. Ist ja alles ein bisschen anders, andere Mechaniken und so. Oh, ich hab davon habe ich keine Ahnung. Ich habe mir damals ein paar Gehäuse Anfang des Jahres angeschaut für meinen PC und so bin ich dann wieder auch raus aus dem Business, weil ich finde, dieses PC-Thema, wenn es um Hardware geht, musst du dich damit gefühlt fast täglich beschäftigen, dass du auf dem neuesten Stand bist und. Es kommen überall aus den Löchern irgendwelche Hersteller so. I don't know, wie das aussieht. Komm zurück, Galina. Musst du mich auf dem Zyklop rausteleportieren? Ah, okay. Halt, zum Debuggen ist halt was ganz anderes. Also, da gibt es auch andere Spiele, dann gibt es im Menü halt mit dem Debuggen. Das würde ich nicht mal als Cheat sowas benutzen. Das ist, finde ich, voll legitim, bevor du einen kaputten Spielstand hast. Ich habe gestern auch nicht gestreamt. Hatte gestern einen Off-Day. Ich habe ein ganz klein bisschen Diablo gespielt und das war's dann auch. Da war der Tag auch schon vorbei, weil lange auf der Arbeit. So ein typischer Montag halt. Ein Montag zum Vergessen. Alles klar, bis gleich. Ja, gestern war ich auch nicht an. Heute bis Donnerstag safe. Ich habe es extra nicht im Plan geschrieben, aber ganz vielleicht am Freitag. Und ich glaube, ich würde am Freitag dann auch kein Zelda spielen, sondern Only Up mal ausprobieren. Aber das ist alles noch, wie gesagt... Ich würde mich am Freitag dann auch nicht melden, sondern einfach die Kiste anschmeißen und ein paar Mal runterfallen. Schau mal hin auf der kleinen Insel. Hit! Hit hat! Ja, gut. Ach, die ist bei deinem Deadline, die Switch, ja, okay. Aber man muss das Wochenende dafür genießen. Dann hast du auch viel vom Spiel. War auch schön. Na, eiskalt, Bruno. Eiskalt, extra so formuliert, dass es keiner so auffangen. Also, Puffel hat gesagt. Geil. Wie weit bist du denn jetzt, Alia? Mit Zelda. Wo hängst du gerade rum? Er hat halt fest darauf bestanden, dass es einen Weg gibt, den richtigen Werkzeugen. Ja. Max, man kann das Ganze auch immer noch so ein bisschen zurechtlegen, ne? Kann ich auch alles ein bisschen zurechtlegen. Die Plattform kennen wir, glaube ich, auch nicht. Oder vielleicht waren wir hier doch kurz drauf, als wir geflogen sind. Waren ja eigentlich nur hier unterwegs. Hier ist viel Lager am Start. Pah! Skill ist, wenn Lack zur Gewohnheit wird, wa? So ist es doch. Genau, hier hatten wir gebaut. Ja, hier hatten wir gebaut. Da liegen noch ein paar Sachen rum. Moin, Handy, ich grüße dich. Wie geht's dir? Du hast schon durchgespielt, okay?
Untergrund, ey. Untergrund wird auch noch echt noch eine riesige Aufgabe. Aber ich freue mich drauf. Mit den gewünschten Games weiter. Ich habe letzte Woche gesagt, entweder diese Woche. Nächste Woche vielleicht auch noch nicht. Aber dann geht es irgendwie weiter, ja. Ja. Aber erstmal Zelda. Erstmal Zelda. Dauert noch ein bisschen. Warum geht Hanni? Willst du drüber reden? Darf ich fragen? Bei guten Leuten, okay. Wir könnten hier theoretisch nochmal fliegen. Weiß ich jetzt nicht. Sehe ich mich jetzt gerade nicht so. Ich glaube, ich würde mich gerne unten ein bisschen weiter erkunden. Aber wir machen oben ein bisschen und unten ist ja eh noch gut. Ach, ist. Wir müssen eh überall gefühlt nochmal hin. Bis gleich, Max. Ich hatte eigentlich. Also da ist ein Schrein, aber hier. Nee, da ist noch einer. Da gehen wir erst hin. Oh, oh, ein Blitzerfoto kam an. Das teuerste Passfoto der Welt, wenn man Pech hat. Was bedeutet das für dich, Honey? Oh, lol. Ja, easy, okay. Da ist doch der komische Händler, ne? Das ist der komische Händler. Weird Flex, aber naja, Kuss. Nee, vielen Dank für den Reset im 63. 63. Ich danke dir. Weird Flex, aber naja, Kuss kleiner als 3. Ja, man kann die so fangen, ne? Wahnsinn. 63, Dankeschön. Oh, er hat wieder versprochen. Kannst du das mit dem Aufbauseminar machen? Ach, wegen der Probezeit, true. Ja, 23. Einfach mal aufpassen. Coltin, grüß sie. Einmal schon gesehen. Willkommen! Wie immer kann man die Mayonnaise-Sigana-Schätze eintauschen. Ach, du bist der nette Reisende von neulich. True. Vielen Dank nochmal, dass du mir das Mayonnaise-Signum gegeben hast. Ach, wenn ich nur an dieses Gefühl denke, von dem ich da erfüllt war. Ha, mein Körper verlangt nach mehr Mayonnaise. Verzeihung. Verstehen, ich würde auch gerne mehr Mayonnaise haben. Ich war seitdem an vielen verschiedenen Orten und meine Signum-Ausbeute beträgt 0,0. Das war ein gewaltiger Dämpfer für meinen Traum vom baldigen Satori werden. Aber ich bin sicher, das Schicksal hat uns aus einem guten Grund wieder zusammengeführt. Verständlich, Hanni, verständlich. Verständlich. Falls dir ein Mayonnaise-Signum in die Hände fällt, bring es auch. Ja, mach ich. Nehmen wir Schätze. Ich glaube, das ist eins zu eins der gleiche Text, ne? Dann fahren wir jetzt Zug. Hallo Lunas, vielen Dank für den Reset im 20. Monat. Dankeschön. Grüß dich. Also wir sind jetzt zum zweiten Mal. Beim ersten Mal haben wir diese komische Maske bekommen. Sieh zum Beispiel mal diese Kostbarkeiten da oben an. All diese Geisterkleider kannst du haben. Her damit. Her damit. Ich will's. Gut, dann bringen wir alle Mayonnaise Sigma. Auf meiner Suche bin ich überall in Hyrule nachts. Wo ist Coltin geschafft? Und vielen Dank für den Lurk. Viel Spaß wünsche ich dir. Ach ja, fast etwas Wichtiges vergessen. Ich habe das Gefühl, wenn ich viele Signer auf einmal esse, ist die Chance höher, dass ich bald zum Satori werde. Menge auf einem Schlag, okay. Tauschen wir. Eine Mobbling-Maske. Haben wir nicht schon mal eine bekommen? Nee, das gilt nur bei Papa Platte, ja. Aber ich glaube, ich würde das hinbekommen mit keinem englischen Wort. Sollen wir es ausprobieren? Das war Bockblind, okay. Er ist so glücklich, okay. Worauf warten wir runter damit? Ach, der bampft die auch noch.
Ein Schmackofatz. Oh, mein ganzer Körper ist erfüllt von einer wunderlichen Kraft. Ja, ja. Ja, ich mach Timer. Okay. Okay. Zählt das Wort jetzt von dir, was du geschrieben hast, was ich laut vorgelesen habe, dann auch? Also wenn ihr was Englisches schreibt, darf ich das auch nicht Englisch aussprechen? Ist das so, Alia? Ah, mein Körper verlangt nach mehr Mayonnaise. Verzeih mir. So, reißt dann kurz zusammen. Hier ist ein verbrochener Schatz. Ah, okay. True. Stimmt. Dave, vielen Dank für den Lurk. Ich hätte auch direkt überlegt, was Englisch zu schreiben. Ja, das ist halt die Frage. Wenn ich das Englische von euch vorlese, zählt das dann auch? Die lange Schnauze und das Horn sind Kilton gut gelungen. Trägst du diese Maske? Halten Moblins dich für einen der ihrer, solange du ihnen nicht zu nahe kommst. Ach ja, ich sollte noch eine kleine Eigentümlichkeit verraten. Seit ich das erste Signum verspeist habe, kann ich in der Nähe von Majus spielen, zumindest glaube ich das. Wenn du noch möchtest, kann ich dir sagen, wo noch Majus zu finden sind. Tauschen wir. Macht das Sinn, die jetzt bei ihm zu tauschen? Oder bekomme ich von ihm andere Sachen, wenn wir an einem anderen Ort sind? Ab jetzt gilt es und im Chat ist auch Deutsch. Okay, okay, alles klar. Ja, mach, okay. Stellt euch mal vor, Marco würde das mit dem Nicht-Englisch-Reden verkacken. Gib ihm alles, was du hast. Okay, abgemacht. Ach, das ist der leuchtende Hirsch. Das ist der, von BOTW kennen wir den leuchtenden Hirsch, oder? Er ist so glücklich. Rauf damit. Schluck. Orks. Es fühlt sich an, als würde irgendetwas aus dem tiefsten Tiefen meines Körpers hervorsteigen. Bring mir mehr Mayonnaise. Fußnagel. Haben wir den hier auch schon mal gesehen? Wir haben den, glaube ich, hier auch schon mal gesehen. Ist er jetzt weg? Oh, er ist noch da, okay. Tauschen wir. Geistergewand, dreimal Mayo, abgemacht. Ich habe keine Ahnung, was du meinst, Max. Kann das nicht lesen. Du hast einen kleinen Monsterfan sehr glücklich gemacht. Vielen Dank, Reisender. Also warten wir, runter damit. Dicker Fußnägel, ah, Delikatesse. Bezahlen zum Gewinnrüstung, ja. Bin mal gespannt, was sie kann. Mayonnaise ist kein englisches Wort. Also, ich gehe auch in Rewe und kaufe mir Mayonnaise. Wenn ich die 85-jährige Frau frage, was Mayonnaise sagt, ja, hier die gelbe Soße. Oh, es fühlt sich so an, als würde irgendwas okay. Dieses Gewand wurde für Mayonnaise-Sigma eingetauscht. Darin sind Gebete an die Wand, an die Geister gewirkt, die dafür sorgen, dass die erlittenen Angriffe Rubine statt Herzen kosten. Ach so, jetzt verstehe ich deine Aussage, Alpha Hawk. Darf ich nicht mal seinen Namen vorlesen, oder? Komm zurück. Ja, er heißt auch Weak auf TikTok, toll. Ein paar Brötchen gemacht, geil, lass die schmecken. Richtig, Udo, richtig. Bei Wally findet man, sieht man das auch. Doch, das gilt nicht. Okay, okay. Namen darf ich schon noch. Okay. Entschuldigung, kein Problem, Alpha Hawk. Das ist so dumm. Jam, vielen Dank für die Likes. Danke dir. So, tauschen wir mal. Abgemacht. Da können wir ja wirklich ein, zwei Sachen eintauschen, ne? Okay. Ja, aber es steht da auch, Max. Es steht da auch. Ach ja, es ist dann halt ein Gefällt mir, ne?
Nein, eigentlich habe ich es verkackt. Oh nein. Nein. Oh nein. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühne feiern? Welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihre würdig zu erscheinen? Es gab nie eine größere Tat. Vielen Dank, Jonas, für das erneute monatliche... Hä, ist nicht Abo auch Englisch? Also ist es nicht auch schon Deutsch? Abonnement ist auch Deutsch, ne? Man kann ein Abonnement abschließen, ne? Für ein erneutes Abonnement. Ja? Danke. Und hallo, Jonas. Das war Nietzsche, ja, ein guter Freund von mir. Ach, Vormaske. Das Horn und die Zunge hat Kilton sehr gut nachempfunden. Trägst du diese Maske? Halten Echsalfalos dich für einen der ihrer, solange du ihn... Okay. Ja, ja. Dankeschön, Jonas. Das ist sehr nett. Und das nächste. So, her mit den Schwänzen. Tauschen wir. Geisterhakama abgemacht. Geschafft haben wir vorbei. Ja, ich habe halt Likes gesagt, ne? Ich habe danke für die Likes gesagt. Das ist eigentlich... Ich habe halb verloren. Viel Spaß, Max. Viel Spaß. Schluck, Urks. Ja, bring mir mehr. Rubinpanzer. 1 minus, okay, das ist lieb. Tauschen wir. Weiße Leute massiv vorn. Gerne. Ja, warte natürlich. Bis wann machst du? Ich bin so bis halb eins online. Halb eins, eins maximal. So, Schluck. Ochs, ja. Mhm. 40 Angriff. Boah. 40er Angriff. Halleluja. Mayonnaise in der Gegend. Tausch, wie viel wir haben? Okay, wir wieder 4 haben. Gut zu wissen. Ist er immer hier? Ist er immer hier, weil dann... Ich hoffe ja. Hier ist es heute das erste Mal wieder richtig kühl. Nur nachts, okay. Können wir es ja trotzdem merken. Da ist auch ein Schrein. Aber, nee. Wir gucken jetzt hier weiter. Da hinten ist der Schrein. Gehen wir zu dem erstmal hin. Macht das Sinn? Ja, warum nicht? Dann war es ja gut, dass wir es markiert haben. Also heute war es das erste Mal hier wirklich unglaublich angenehm. Nach der Arbeit hatten wir nur noch 23 Grad. Das wird richtig schön abkühlen. Da freue ich mich auch drauf. Also, macht das Sinn? Also eigentlich macht es Sinn, jetzt hier den Turm hochzugehen und rumzufliegen, aber dann verpasse ich alles hier unten. Das bringt mir nichts. 19 Grad hier voll gut. Zum Bogen haben wir den 24er. Ich muss mit den Elfern spielen. Was für ein Schwert habe ich ausgerüstet? 35er.
Unnützes Wissen. Machen wir sofort kurzen Kampf oder. Ja, kurzen Kampf noch. Mir ist 30er mal. Oh, dieser Sprung. Halleluja, was war denn da los? 17,2 jetzt natürlich mit Gewitter. Geht das gut runter, ne? Geht das sehr gut runter. Was lag denn hier? Kennen wir das? Kennen wir. Voll gut. Wenn man groß ist, ist irgendjemand noch größer. Ja, also irgendwo ist aber der Größte, ne? Irgendwo ist der Größte. Wo er ist, weiß ich nicht. Aber irgendwo ist er rum. Unnützes Wissen. Meine Damen und Herren. 11 Milliarden Aufzugfahrten finden jährlich in New York statt. Könnten auch jetzt 12 oder 13 sein, ne? Da bin ich jetzt kein Profi. Und Max, du bist nicht neu. Der durchschnittliche Deutsche hat 6 Sexpartner in seinem Leben. Das Buch ist was älter, könnten jetzt auch 4 sein, 3 oder 112. Man weiß es nicht. Keine Unter... Doch. Doch. Ausnahmsweise. Die von gestern. Das ist ja Dienstag. Kann man noch ein paar Tage tragen. Es gewittert kurz auf der Nachbarin. Ich wollte da noch was tun. Ja, und zwar folgendes. Was haben wir denn, wovon haben wir denn so ein paar, die so ein bisschen an 13, 7 Stück, 17, 29. Ja. 24 Schaden. Sehr gut. Die würde ich auch sofort nehmen. Die brauchen wir eigentlich alles nur zum Abbau. Ja? Nehmen wir die sofort. Und auf zum Schreien. Was machst du? Was kann es? Der geht auf Gegner los. Der geht auf Gegner los. Mehr nur Mono. Jetzt habe ich. Okay, mach mal was. Okay. Schön. Danke dir. Hallo, war da richtig Rasenmäher. Auch so ein Funfact noch. VW verkauft mehr Würstchen in der Kantine als Autos auf der Welt. Tut den absoluten Ehrenmann, ja. True. Wie weit ist denn der in der Range? Greif an! Nein, nicht die Wölfe. Hier die. Machen wir auf jeden Fall Erfolg. Machen wir. Tja. Warum sollte die doch kaputt gehen? Wir haben ja eine Batterie, ne? Die Feuerwaffe habe ich gerade abgemacht. Hätten wir dran lassen sollen, ne? Aber ich wollte es mal sehen. Es wird wirklich dauern, ne? Was ist denn los, Udo? Die haben den kaputt gemacht, ne? Wahnsinn. Da war aber kurz die Switch am Brennen, du.
Der Roboter ist kaputt, ne? Das war's. Also Ark, wenn Ark 2, Ark 1 werde ich mir glaube ich nicht mehr anschauen. Und Minecraft ja nach Zelda halt irgendwann, ne? Nach der Zelda-Story. Wenn ich an den Punkt gekommen bin, nicht mehr jeden Tag Zelda zu spielen. Das dauert aber noch ein bisschen. Man könnte sich jetzt nur schon mal im Discord drüber unterhalten, was für ein Minecraft wir spielen. Ist immer noch die gleiche Aussage, die ich seit Wochen tätige. Sehr viel Vanilla. Sehr viel Vanilla. Nicht viele Mods. Gemütlich bauen. Automatiktransporter, ma? Verstehe ich nicht. Ist das 2024? Ach, nee. Also wir haben jetzt auch schon einen zweiten Tempel gemacht. Ich könnte theoretisch diese Woche, denke ich mal, Zelda durchspielen, wenn ich jetzt sofort zu den Tempeln gehen und so. So ist es nicht. Ich bin bestimmt am 100% ja. Kommt immer auf die Frage an, wie viel man halt spielt. Ne? Hey, listen. Das Hey Listen auf das Institut bezogen. Was schreibst du da, Max? Was willst du uns mitteilen? 30er Bogen. Darauf meinte ich, ja, safe, da werden wir auf jeden Fall noch hingehen. Irgendwann. Irgendwann. Juhu, juhu. Okay. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir verhältnismäßig wenig Crocs finden, ne? Wir finden nicht viele Crocs. Obwohl es so viele gibt. Aber ich wollte dieses Jahr safe nochmal gerne Minecraft spielen, so ist es nicht. Aber Zelda hat einfach Priorität. Und es ist auch blöd, Zelda jetzt irgendwie nur ab und zu spielen. Und das Ding ist auch, wenn ich mit euch Minecraft spiele, ich will das nicht wie früher haben. Einmal die Woche Minecraft und ich spiele das dann einmal 6 Stunden. Und wenn ich dann wieder auf den Server komme, stehen da die ersten Atomreaktoren. Du hast eine Krogmaske gefunden. Wie stelle ich eine schlaue Frage zur Krogmaske? Würde ich da jetzt auch schon hinkommen können? Ach, lol, Max, lol. Witzig. Du bist auch eher gemütlich, ist klar. Alle waren sie gemütlich. Gerusht haben sie wie die Sau. Weißt du, was man manchmal könnte, weil du willst ja kein Fantreffen machen, also einfach mal so in der Stadt. Ach so. Man macht kein Fantreffen, man trifft sich random in der Stadt. Ist das der Plan? Würdest du okay? Du würdest keine Atomreaktoren bauen, ist mir klar. Du holst die Verseuchung woanders ab. Sascha, vielen Dank für deine Likes. Sehr nett von dir. Rucksackmod, ja. Also wie gesagt, es soll halt nicht abgedreht werden. Es soll auch zum Beispiel, ich habe es auch glaube ich schon mal erwähnt und da wird es jetzt gleich vielleicht wieder drüber diskutiert. Schisseln. Viel Dekokram. Nicht so viel automatisieren. Nicht so was Übernatürliches bauen können, was den kompletten Server zum Abstürzen bringt. Sowas in die Richtung. Das wäre halt schon nice. Oh, naked! We are naked. This is a naked Link stream. Nacktes Überleben gejagt. Jackpot, was haben wir jetzt hier? Ein Stock. Wir kriegen einen Stock. Hä? Du hast TikTok auf Englisch gestellt, warum? Weg mit Max, ja. Max, Bann macht doch absolut Sinn für mich. So, Tour und One macht ihr jetzt. Runter mit dir, auf in den Kampf. Hallo.
Oh Gott, was für... Todessmart. Ah, okay. Jetzt habe ich was verbunden, was ich gar nicht verbinden wollte. Gut. Wir nehmen den Prügel. Das wäre ziemlich cool, war das. Wäre ziemlich cool, wenn man das machen könnte. Ja, cooler an und zwar kein Englisch, aber der wird erzählt, okay? Ja, alles okay. Und vielleicht lernst du dadurch ein bisschen besser Englisch. Warum nicht? Warum nicht? Auf Ort. Ich baue direkt rote Antimaterie-Generator. Ja, danke, Max. Danke für nichts. So, Kollege. Draufkleben weiß ich nicht. Ich bin aber gerade hier in dem Schrein, wo ich nicht so viele Items habe, ne? Also, ich glaube, ich kann da andere Module draufpacken. Greif an! Alles Gute, Lea. Ich verstehe dich auf jeden Fall von daher. So schlecht kann es nicht sein. Denen ist alles egal, ne? Oh Gott, das geht so in die Hose. Der hat zu eine lange Range. So, jetzt haben wir eine längere Range. Die müssen richtig lang. Wie unfair. Boah. Klar, ich kann alles. Tanz irgendwas, alles gut. Also allgemein könnte man dem was draufkleben von anderen Modulen, aber nicht von den Sachen, die ich jetzt gerade hier habe. Okay, machen wir auf jeden Fall jetzt besser. Ich wollte es eben nicht dran pappen. Es wurde aber getan. So, du runter, auf in den Kampf. Auf da. Schauen wir mal, was wird, ne? Oh, oh. Okay. Part 1 done. Nee. Da. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das. Es wäre halt cool, wenn die mir irgendwie folgen würden. Aber die sind absolut verwirrt. Was haben wir denn hier? LOL! Wait a minute. Das sieht so dumm aus. Und ich find's jetzt schon gut. Hätten wir eigentlich auch auf meine Waffe machen können, aber ist egal. Das zieht mir. Oh Gott, das wird wild. Okay. Ist nicht schlimm, muss nur dran sein. Alia, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Viel Erfolg, Alina. Gibt es noch mehr zum Aktivieren? Da hätte ich gerne meine Waffe.
Jetzt sind wir hier beworfen. Das friert mich ein! Leute! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Freunde, nicht Feinde! Frozen Joghurt. Rufi, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ist er kaputt? Greif an! Habe ich überhaupt den guten Fall dran? Na, hier. Wir werden verfolgt. Wir werden verfolgt. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Da wär's was. Da wär's was passiert. Wo sind meine Roboter? Wo ist meine Armee? Sehr gut, hier wird noch hart gekämpft. Ich kann nicht so gut rein. Oh Gott. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Oh oh. Wegen meiner Rumspielerei klappt das nachher nicht, ne? Ich sag euch, wie es ist. Werden wir verfolgt? Liebst dieses Platschen? Okay, der ist auf jeden Fall eingeengt. Das ist ein 3 gegen 1, das ist eine gute Situation. Der hinten, der Breder, braucht Hilfe. Randa! Guckt, der hat gar keine Chance. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, aber die Roboter haben sich selbstständig gemacht. Und ich glaube, dieser Kampf wird nicht zu Ende gehen, meine Damen und Herren. Dieser Kampf ist endlos. Ich will doch was Gutes haben, wenn Roboter irgendwann mal die Macht bekommt. Es passiert nämlich nichts. Der eine liegt im Weg, ja, auf jeden Fall. Oh, das ist ein guter Fighter hinten. Schöner bin. Leute, ihr müsst drüber. Der Bray hinten braucht Hilfe. Und los, viel Glück. Du hast auch schon gesehen, hinten mit kritisch. Hinter. Ich mache hier gar nichts mehr. Oh! Oh, ich... Lass mich in Ruhe. Hallo, hier ist noch einer. Roboter. Folgt er mir? Der folgt mir, der Irre. Jetzt gleich beschmeißt er mich. Wenn das passiert, habe ich ein Problem. Hier kommen wir wieder her. Das Einzige, was ist dieses Platsch, 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 ne? Keine. Den bringen wir so um. Gar kein Problem. Meine Damen und Herren, gar kein Problem. First try mal wieder. iRobot hat gewonnen. Was denn, Udo, was meinst du? First try wieder.
Geht aber mal erst mal. Nur drüber reden. Oh Gott, der dreht sich aber auch gefährlich. Ah, ich glaube, ich mache dieses Modul ab. Das verstehe ich nicht so ganz, warum man das irgendwie... Ja. Ab wie vielen möglichen Zutaten wird ein Burger unessbar? Patty, Käse, Salat, Gurke, Bacon. Ich würde sagen ab 6 oder 7. Also von der Höhe. Oh, von der Höhe. Früh. Keine Ahnung, noch nie gemessen. Noch nie gemessen. Kann ich absolut nicht beantworten. Ab 10 Zentimetern meinst du? Boah, das kann ich gar nicht einschätzen. Ja, oder man muss sich da ein bisschen... Bisschen aufpassen hier. Ja, ein bisschen. Das machen wir jetzt hier dran. Zack. Haben wir die 24 Damage auch wieder hier dran. So schnell geht das, meine Damen und Herren. Was ist das? Wow! Oh mein Gott, wie cool. Die brauchen nicht so viel Platz. Stimmt auch wieder, ja. Stimmt auch wieder. Und ja, ach so, das ist deine Hausaufgabe. Okay. Ja, gut, muss man, also, ja. 44 Angriff. Boah, wie cool. Geiler Tempel. Mega gut. Schöne Abwechslung. Es gibt eine App von der Art Mecke, von man eigene Burger bauen können soll. Ach, und die soll dann quasi sagen, bis wie hoch man das nehmen kann. Puh. Also um das wirklich messen zu können, würde ich mir, glaube ich, erstmal einen Burger machen. Ja? Erstmal einen Burger produzieren. Und dann wirklich mal messen.